Ebenfalls am 18. Juni wird auch über das Covid-19-Gesetz abgestimmt, bereits zum dritten Mal, auch wenn Corona in den meisten Köpfen mittlerweile passé ist. Konkret geht es darum, ob einige Bestimmungen aus dem Covid-19-Gesetz bis im Sommer 2024 verlängert werden sollen. Heute hat das Komitee, das dagegen kämpft, seine Argumente präsentiert. Julian Gerber. Es sind keine Einschränkungen mehr in Kraft, keine lautstarken Demonstrationen in den Straßen. Und trotzdem ist das Covid-19-Gesetz in der Politik noch aktuell. Bereits zweimal haben die Maßnahmengegner versucht, das Covid-19-Gesetz per Referendum zu beenden. Zweimal vergeblich. Mit dem Slogan «Maßnahmen, nein, danke» nehmen sie nun einen dritten Anlauf. Es sind keine Maßnahmen mehr in Kraft. Braucht es dann trotzdem ein Nein? Nun, das Parlament hat im Dezember das Covid-Gesetz erneut verlängert. Das nicht ohne Grund. Sie wollen jederzeit wieder neue Maßnahmen einführen können. Und das müssen wir verhindern, dass die Zertifikatspflicht, Lockdowns etc. zurückkommen können. Im vergangenen Dezember hat das Parlament gegen den Willen der SVP-Fraktion beschlossen, einige Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes bis im Juni 2024 zu verlängern. Dies, um im Notfall ohne Notrecht Maßnahmen wieder einführen zu können, wie etwa das Zertifikat. Diese Bestimmungen ermöglichen es dem Bund unter anderem weiterhin Zertifikate auszustellen, die Swiss-Covid-App zu reaktivieren, Arbeitgeber zu verpflichten, gefährdete Personen zu schützen oder Einreisebeschränkungen für bestimmte Regionen zu erlassen. Lehnt das Volk das Gesetz ab, sind die Bestimmungen nicht bis im Juni 2024, sondern bis im Dezember diesen Jahres in Kraft. Unser zentrales Argument ist, dass es kein Argument gibt. Es gibt kein Argument für Zertifikat, es gibt kein Argument für Contact Tracing und damit eigentlich auch kein Argument für dieses Gesetz. Die dritte Abstimmung über das Covid-19-Gesetz inner zweier Jahre findet am 18. Juni statt. Über die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter des Covid-19-Gesetzes berichten wir hier zu einem späteren Zeitpunkt.